Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem meiner bereisten Länder vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um das Land Vietnam. Ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich euch hier mal nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm und den habe ich euch da oben auch noch einmal verlinkt. Auch wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann also auch schon ein paar Jahre her sein. Will sagen, manche Details können sich geändert haben. Ihr solltet euch also nie ausschließlich auf die Informationen in diesem Video verlassen, sondern euch darüber hinaus informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. Wir beginnen mit meinen Tipps zur Anreise. Die Anreise nach Vietnam erfolgt nicht selten über die Flughäfen Ho Chi Minh City im Süden des Landes, Nha Trang bzw. Da Nang in der Landesmitte oder Hanoi im Norden. Speziell Flüge nach Hanoi und Ho Chi Minh City werden von den größeren Fluggesellschaften, zum Beispiel über Moskau, Dubai oder Hongkong, angeboten. Es gibt neben diesen genannten natürlich noch weitere Fluggesellschaften und Wege. Von der Reiselogistik her kann es Sinn machen, nach Hanoi zu fliegen, im Land dann nach Süden zu reisen, um dann Vietnam One Way über Ho Chi Minh City zu verlassen, beziehungsweise die Variante in der Gegenrichtung. Für die Einreise bestanden zum Zeitpunkt meiner Reise tendenziell zwei Möglichkeiten. Ein Visa on Arrival mit einer maximalen Aufenthaltsdauer von genau 14 Tagen oder, wenn man wie ich eben noch knapp einen Tag länger bleibt, eine Beantragung eines E-Visas online vorab. Das E-Visa kann per Kreditkarte bezahlt werden und kostet etwa 25 US-Dollar. Sehr angenehm ist, dass im Flugzeug keinerlei Ankunftskarten vorab ausgefüllt werden müssen. Beim Schalterbeamten einfach den Ausdruck des E-Visas zusammen mit dem Reisepass vorzeigen, keine weiteren Fragen, Stempel in den Pass und fertig. Speziell bei diesem Punkt maßgeblich sind natürlich auch die aktuellen umfassenden Informationen auf der Webseite des Auswärtigen Amtes. Vietnam liegt in Südostasien und grenzt an Kambodscha, Laos und China. Die Längenausdehnung ist beachtlich, zwischen Ho Chi Minh City und Hanoi liegen auf der Straße 1730 Kilometer. Schon allein diese Tatsache unterstreicht, dass man sich Zeit nehmen sollte. Eine Reise binnen zwei Wochen kompakt zu gestalten ist gerade so möglich, besser sind aber drei Wochen. Vom Landschaftsbild her gibt sich Vietnam tropisch mit vielen grünen Arealen und besonders im Norden zur chinesischen Grenze einiger Höhenzüge. Das Land hat viel zu bieten, tropische Vegetation, weite Reisfelder, quirlige Städte, traditionelles Leben auf dem Land und Wasser. Nicht zu vergessen die vietnamesische Küche, die sich doch nochmal von der in den Nachbarländern unterscheidet. Das Wohlstandsgefälle ist im Land sehr unterschiedlich ausgeprägt. Während man in den Hochhäuserschluchten, zum Beispiel in Nha Trang, sich eher neuzeitig und wohlhabend wie in Waikiki Beach auf Hawaii vorkommt, trifft man in den Vororten auf dem Land auf eine eher traditionelle, einfache Lebensweise. Die geringen Einkommensverhältnisse spiegeln sich auch darin wider, dass der Vietnamese meist Motorrad anstelle eines Autos fährt. Der Vietnamese an sich ist freundlich und zuvorkommend. Wie in Südostasien üblich, wird man auch recht oft angesprochen, ob man denn nicht noch irgendwelche Dienstleistungen gerne in Anspruch nehmen möchte oder woher man denn kommt. Als westlicher Besucher fällt man natürlich auf. Allerdings ist die Sprachbarriere schon präsent und Englisch wird mehr oder weniger an den touristisch bedeutsamen Punkten sowie in Hanoi und Ho Chi Minh City gesprochen. Auf dem Land ist Englisch weniger präsent. Mancher Vietnamese weiß sich aber auch zu helfen, dass er sein allgegenwärtiges Smartphone zückt, um per Übersetzer-App eine Konversation zu ermöglichen. Im öffentlichen Raum ist eine Konversation mit Taxi Sir oder No Thank You aber meist schon am Ende angekommen. Auffällig ist noch, dass viele Vietnamesen auch gerne rauchen. Das Klima in Vietnam ist tropisch. In der Jahresmitte ist die Regenzeit präsent mit deutlich höheren Niederschlägen. Das bedeutet natürlich nicht, dass es den ganzen Tag regnet. Morgens ist es oft klar, gegen Mittag zieht es sich zu, dann kommt eine ergiebige Schauer und gegen Abend ist es dann wieder offen vom Wetter her. Von etwa November bis April ist hingegen Trockenzeit, mit deutlich weniger Niederschlagstätigkeit. Dann ist es zwar nicht so schwül warm, aber dafür kann es auch extrem heiß sein. Bei meiner Anwesenheit im April wurden stellenweise 32 bis 37 Grad im Süden des Landes gemessen. Selbstredend fallen im Hochland die Temperaturen deutlich moderater aus.
Während meiner Reise im April hat es nur wenige Male kurz und heftig geregnet, meist am Abend. Auffällig ist auch die Wetterscheide zwischen den Städten Da Nang und Hue. Dort befindet sich der Wolkenpass, der zudem Nord- von Südvietnam trennt. Im Süden war es im April fast durchweg sonnig, im Norden oft durchwachsen vom Wetter her. Landeswährung ist der vietnamesische Dong, abgekürzt VND. Geldautomaten sind an belebten Orten in teils guter Anzahl vorhanden, sodass man fix mit der Kreditkarte Geld ziehen kann. In Tham Koc, nahe Ninh Binh, behandelt man das im Übrigen aber noch etwas anders. Zwar titeln hier einige Restaurants und so weiter mit ATM, doch es gibt keine Automaten. Stattdessen belastet man die Kreditkarte mit dem Wunschbetrag und bekommt dann den Betrag in Form von Bargeld aus der Kasse ausgegeben. Der Zahlungsverkehr läuft generell oft in Bar ab, sodass man auf eine gewisse Bevorratung achten sollte. Durch den günstigen Wechselkurs zum Euro kommt man mit einigen 100.000 Dong schon doch durchaus relativ weit. In größeren Hotels kann man auch mit Kreditkarte bezahlen. Oft erhebt man bei Kreditkartenzahlung einen Aufschlag von etwa 3%. Steckdosen sind eine Kombination, sodass die aus den USA bekannten Schlitz als auch die deutschen Schokostecker ohne Adapter, der Schutzleiter hat dabei keinen Kontakt, hineinpassen. Das heißt, ein Adapter ist nicht erforderlich. Das Stromnetz hat eine gute Qualität, nur in Tham Koc gab es etwa einen 5-minütigen Ausfall. Das Internet ist in Vietnam sehr präsent. Schon bei der Anreise am Flughafen Ho Chi Minh Stadt wird man am Taxischalter gefragt, ob man nicht gleich eine SIM-Karte zukaufen will. In den Hotels ist Internet inklusive und brauchbar schnell. In den Abendstunden kann das WLAN aber langsamer ausfallen, weil die Netzaktivität dann offenbar steigt. Wenn man in den Städten unterwegs ist, kann es auch sinnvoll sein, nach einem freien WLAN einfach mal zu suchen. An erstaunlich vielen Ecken gibt es freie WLANs, in denen man sich einklinken kann. In Restaurants steht zudem das Wi-Fi-Passwort oft irgendwo an der Wand oder auf dem Tisch aufgebracht. Aufgrund des fast überall vorherrschenden freien WLANs ist meiner Meinung nach eine SIM-Karte für Vietnam nicht unbedingt erforderlich und man kann sich das wohl geringe Geld sparen. Der Verkehr ist wohl ein gern diskutiertes Thema unter Vietnamreisenden und oft wird dem Treiben auf den Straßen nachgesagt, besonders heftig zu sein. Da ich bereits einige asiatische Länder bereist habe, mein Fazit, genauso wie in Kambodscha oder Indonesien auch. Besonders die Anzahl der Motorroller ist in Hanoi und Ho Chi Minh City natürlich recht hoch und ihr Auftreten steht im Vergleich zu PKWs im geschätzten Verhältnis von 10 zu 1. Das ist auch gut so, während das alles Autos, würde sich bei der Masse der Fahrzeuge wohl kaum etwas auf der Straße bewegen. Ich fasse es mal so zusammen. Grundsätzlich gilt wie in Asien üblich das Verdrängungsprinzip, ich nenne das mal Liquid Traffic. Ein Verkehrsteilnehmer kann nur einmal Raum einnehmen, egal ob als Fußteilnehmer, Motorroller, PKW oder Bus. Das heißt, man muss sich seinen Platz erkämpfen, obgleich je größer das Fahrzeug, desto stärker fallen die eigenen Privilegien aus. Man wird also stets vom Verkehr umflossen. Als Fußgänger wird mancher Europäer möglicherweise zunächst ängstlich am Straßenrand stehen, wenn er sie überqueren will. Der Trick heißt, umsichtig, langsam drauf losgehen und die Verkehrsteilnehmer dabei stets im Blick behalten. Manche passieren lassen, dann wieder starken Willens weitergehen. Man wird eben umflossen. Hupende Verkehrsteilnehmer versuchen sich Platz mit Nachdruck zu verschaffen, im Sinne von, jetzt komme ich, Platz da. Alles geschieht natürlich nicht mit großer Geschwindigkeit. Je voller die Straße, desto langsamer läuft alles ab. Das offenbar chaotische System, ja, das funktioniert. Das beweist mir zumindest auch die Tatsache, dass ich keinen einzigen Unfall gesehen habe. Wenn man diesen Rhythmus erst einmal verinnerlicht hat, kann man als Fußgänger Straßen auch im dicken Verkehr zügig passieren. Und prinzipiell hält man sich auch analog an diese Vorgehensweise, wenn man ja motorisiert ist. Ist man als Fußgänger, Verkehrsanfänger in Vietnam, kann es auch ratsam sein, sich an Einheimische ranzuhängen, wenn diese die Straße queren wollen. An roten Ampeln hält man sich nicht immer, besonders gern wird bei Rot rechts abgebogen. Auch wenn man als Fußgänger grün hat, bedeutet das noch lange nicht, dass der eigene Weg nun frei von Fahrzeugen ist. Auch hier muss man stets umsichtig den fließenden Verkehr beobachten. Das bringt uns mal zu dem allgemeinen Punkt Mobilität.
Ja, entgegen der lang gehegten Meinung ist der internationale Führerschein in Vietnam gültig. Das Auswärtige Amt schreibt dazu mit Stand April 2019, Zitat, der internationale Führerschein ist erforderlich und bei einem vorübergehenden Aufenthalt in Verbindung mit dem nationalen deutschen Führerschein gültig. In diesem Fall ist eine Umschreibung des ausländischen Führerscheins in einen vietnamesischen Führerschein nicht mehr nötig. Zitat Ende. Zum Zeitpunkt meiner Reise gibt es allerdings de facto noch keine Mietwagenstationen. Nur eine international agierende Firma bietet in Hanoi Wagen für Selbstfahrer an, allerdings zu einem relativ hohen Preis von 140 Euro pro Tag. Dafür bekäme man in Afrika wohl ein großes Offroad-Fahrzeug. Man wird daher auf Fahrräder, Busse, Zugverbindungen oder Mietmotorroller zurückgreifen wollen. Vor dem Boarding eines Zuges habe ich deutschen Reisenden zugehört, die mit dem Motorrad unterwegs waren. Zitat, so schlimm ist das hier gar nicht, die fahren alle um einen drumherum. Besonders mit dem Zug ist Vietnam recht gut zu bereisen, das Netz erstreckt sich im Wesentlichen in Nord-Süd-Richtung. Über das Internet kann man recht einfach Tickets vorab buchen. Die Züge bieten verschiedene Wagen mit verschiedenen Klassen, vom Hardseat, also Holzklasse, über Softseat, eine zeitgemäße Sitzqualität, bis hin zu Schlafwagen mit Viererbetten an. Ja, wobei auch hier noch einmal zwischen hart und weich unterschieden wird. Man beachte allerdings, dass sich die Züge meist nur in einem Geschwindigkeitsbereich von 30 bis 80 km/h bewegen. Es macht also durchaus Sinn, Strecken von 500 Kilometern in die Nacht zu verlegen, wobei die Abfahrt dann am späten Abend und die Ankunft am frühen Morgen wäre. Mehr zum Thema Zugfahren im zugehörigen Abschnitt. Das Tankstellennetz ist zumindest in den größeren Städten gut ausgebaut. Tankstellen heißen hier oft Petrolimex, Shell, Caltech oder im Nordvietnam auch PV Oil. An der Zapfsäule gibt es einen Tankwart, der die Befüllung des Fahrzeugs vornimmt und bei dem man auch bezahlt. Sie sind zudem oft so gebaut, dass Autos kaum Platz zum Vorfahren haben, das heißt der Betankungsvorgang richtet sich eher an Motorräder. Schieben wir mal etwas anderes ein, und zwar Drohne fliegen in Vietnam. Mit Stand meiner Reise im April 2019 fällt das Fliegen von Drohnen in die Zuständigkeit des Verteidigungsministeriums. Es ist offenbar noch keinem Ausländer gelungen, weder an dieser Stelle noch über für Tourismus verantwortliche Stellen eine offizielle Genehmigung zu erhalten. Zudem ist es wohl besonders an den Flughäfen von Nha Trang und Da Nang so, dass die Drohne bei der Einreise, von einem internationalen Flug auskommend, im Gepäck wohl oft entdeckt wird und man sie am Flughafen lassen muss oder eine inoffizielle Gebühr dafür verlangt wird, für die Einfuhr. Gelegentlich trifft man auch Reisende vor Ort, die auf das Thema angesprochen davon gehört haben, dass Drohnenflieger Schwierigkeiten mit der Polizei oder ähnliches bekommen haben. Vermutlich aber auch, weil sie nicht das nötige Feingefühl an den Tag gelegt haben, was den Flugort letztendlich betrifft. Die Sachlage ist vor dem Hintergrund mehr als schade, da Vietnam mit seinen teils erstaunlichen Landschaften geradezu prädestiniert fürs Drohnenfliegen ist. Meine persönlichen Erfahrungen bzw. Herangehensweise? Ich habe mich dazu entschlossen, meine Drohne zu Hause zu lassen. Die Praxis vor Ort hat gezeigt, am Fluss in Hoi An, eine UNESCO-Welterbestätte, habe ich in den späten Nachmittagsstunden bis zu 3 Drohnen gleichzeitig in der Luft gesehen. Auch an der Drachenbrücke in Da Nang war zu später Stunde eine in der Luft. In den geilen Landschaften von Tam Quoc wäre man an vielen Stellen überdies alleine, sodass dort ein Drohnenflug wohl auch nicht aufgefallen wäre. Ein Bediensteter der Halong Cruise gab mir noch mit auf den Weg, dass hier viele Gäste fliegen würden, besonders an Stellen, wo das Schiff gerade ankert. An diesen Punkten wären also Flüge durchaus vielleicht möglich gewesen. Man bedenke aber natürlich die offiziellen gesetzlichen Regelungen des Landes. Besonders wichtig in Vietnam ist auch noch zu wissen, dass besonders in der Nähe militärischer und sicherheitsrelevanter Einrichtungen natürlich definitiv niemals, wie eigentlich überall, geflogen werden sollte. Drohnen werden in Vietnam auch gern als Flycams bezeichnet. Ob man den Flieger nun mitnimmt bzw. einlässt oder einsetzt, obliegt natürlich der eigenen Verantwortung. Wir vertiefen das Thema Zugfahren in Vietnam noch ein wenig. Die wichtigsten Städte lassen sich in Vietnam sehr gut mit der Eisenbahn bereisen. Das Streckennetz ist im Wesentlichen in Nord-Süd-Richtung ausgebaut. Tickets kann man vorweg über das Internet kaufen und mit Kreditkarte bezahlen. Zum Kaufvorgang muss der Reisepass bereitgehalten werden, da man die Passnummer angeben muss. Nach der Buchung erhält man zunächst eine Bestätigung per E-Mail und einige Zeit später dann auch das Ticket zugeschickt. Die Züge bieten meist verschiedene Klassen an.
Großraumwagen mit harten, wahrscheinlich so eher Holzklasse, oder weichen, zeitgemäße Sitze im Großraumwagen, Sitzen oder Schlafwagen mit Hardberth, wohl eine Art Holzliege, oder Softberth, einfache Matratze. Die Tickets sind mit einem QR-Code ausgestattet, der aber vor Ort nur an den wenigsten Bahnhöfen gescannt wird. Meist wird es einem Bediensteten vorgehalten. Das System weist dem Reisenden ferner eine Wagennummer und Sitzplatz fest zu, der auch eingenommen werden sollte, da die Züge nicht selten voll sind und man gegebenenfalls sonst seinen Platz räumen muss. Was die Pünktlichkeit der Züge anbelangt, so sollte man gegebenenfalls ein paar Minuten einkalkulieren. Einmal hatten wir bis zu 30 Minuten Verspätung. Der Zug von Da Nang nach Hue war über 2 Stunden verspätet. Die Zugfahrt zwischen diesen beiden Städten ist landschaftlich eine der schönsten. In Süd-Nord-Richtung sollte man darauf achten, einen Fensterplatz zu bekommen. Man fährt langsam in engen Kurven über den Wolkenpass, der Nord- und Südvietnam trennt und geile Blicke auf die Küste freigibt. Falls nicht, kann man auch aufstehen und zwischen den Waggons sich hinstellen und dort die Kamera für Fotos aus dem Fenster halten. Wer mit großen, schweren Koffern reist, muss wissen, dass für diese im Großraumabteil eigentlich nur Platz oberhalb der Sitzplätze vorhanden ist, auf der oberen Ablage. Ich habe mein Monster nicht so einfach da hochbekommen, einfach viel zu schwer. Zwar würde der Koffer auch an den eigenen Sitzplatz passen, aber dann hat man eben auch keinen Platz mehr, sich irgendwie die Beine auszustrecken oder sich überhaupt erstmal hinzusetzen. Weniger Probleme gibt es mit großen Koffern dagegen in den Schlafwagen. Da passt das Gepäck auch sehr gut unter das eigene Bett. Oder unter das untere Bett. Überhaupt kann man sich die Frage stellen, ob man nicht generell auch für kurze Strecken mit ca. 2 Stunden Fahrzeit einen Schlafwagen bucht. Die Kosten sind moderat und man kann sich einfach bequem während der Reisezeit hinlegen. Was die Reisezeiten an sich anbelangt, muss man noch wissen, dass die Züge meist mit nur 30 bis 80 km/h fahren. Strecken von 500 km bedeuten also 10 bis 12 Stunden Fahrt. Wer wenig Zeit in Vietnam hat, nimmt den Nachtzug und legt die Strecke in selbige und ist am nächsten Morgen am Zielort. Zur Orientierung: Ho Chi Minh nach Nha Trang 7 bis 9 Stunden, Nha Trang bis Da Nang, ja, so 9 bis 11 Stunden, Da Nang nach Hue 2 Stunden 30, Hue nach Ninh Binh 10 bis 11 Stunden, Ninh Binh nach Hanoi 2 Stunden 30. Einfache Homestays oder Hotels gibt es in vielen Preiskategorien und Klassen. Aber um es mal so zu sagen, wer in Vietnam pro Nacht mehr als 20 bis 40 Euro zahlt, ist selbst schuld. Denn für kleines Geld bekommt man bereits viel geboten. Viele Hotels finden sich meist im Innenstadtbereich und einige wenige, oft mit etwas geringerer Qualität, auch in Bahnhofsnähe. Letztere kann aber dafür besonders auch für Leute interessant sein, die das Land auch einfach per Zug bereisen wollen. Dann spart man sich nämlich den Transfer mit dem Taxi zum Hotel und kann einfach 200 bis 800 Meter schnell rüberlaufen. In den Hotels ist das WLAN bzw. Internet meist inklusive und recht oft auch das Frühstück. In billigeren Hotels kann es eine gern unternommene Praxis sein, beim Check-in den Reisepass einzubehalten. Besser wäre es hier, wenn das Personal eine Kopie fertigen würde oder notfalls den Pass abfotografieren würde. So muss man stets hoffen, dass man den Pass auch bei der Abreise wieder ausgehändigt bekommt. Die Hotelbetten sind wie in Asien üblich oft von härterer Natur. Check-out-Zeit ist in vielen Hotels oft um 12 Uhr mittags. Dinge des täglichen Bedarfs kann man in größeren Städten in Convenience-Stores kaufen, als da wären zum Beispiel 7-Eleven, Family Mart, Minimart oder Circle K. Allerdings muss man speziell bei diesen Ketten schon genau wissen, wo sie sich befinden. Ihre Häufigkeit ist nicht so ausgeprägt wie in anderen Teilen Asiens. In Vietnam wird man daher auch öfter bei kleineren, ich sag mal Tante-Emma-Läden, mal fix Snacks oder eine Flasche Wasser kaufen. In größeren Städten und an touristischen Orten kann man auch auf westlich geprägte Malls treffen. Beim Thema Sicherheit spielt nicht selten auch das eigene Verhalten eine gewisse Rolle. Eine Taktik kann es sein, im öffentlichen Raum die Umgebung zu beobachten und sich entsprechend anzupassen. In Vietnam ist es oft wie in Südostasien. Für Touristen muss man eigentlich keine größeren Gefahren befürchten. Aufpassen sollte man am ehesten vielleicht noch vor Taschendiebstählen. Der Vietnamese hantiert natürlich auch gerne im öffentlichen Raum mit seinem hochwertigen Smartphone herum. An touristisch belebten Orten, Tam Quoc, Hanoi um den Hoan Kim See, sieht man auch viele westliche Besucher mit größeren, schweren Kameras um den Hals hängen. Wer in Hotels sicher gehen will, belässt Wertsachen auf dem Zimmer und am besten noch im Hotelsafe. Zum Thema Sicherheit gehört auch das Verhalten im Straßenverkehr. Fußgängerampeln gibt es in den großen Städten, aber wenn sie grün zeigen, heißt das noch lange nicht, dass alle Verkehrsteilnehmer nun dem Fußgänger ihren Vorrang geben. Man muss stets umsichtig über die Straße gehen.
Nicht selten gibt es einzelne Motorradfahrer, die einfach noch bei Rot drüberziehen. Dennoch habe ich während meiner Reisen keinen einzigen Unfall gesehen. Noch ein Sicherheitsthema könnte sein, wenn man in Hanoi die bekannte Train Street besucht, wird man sicher auch versuchen, zu einer Zugdurchfahrt anwesend zu sein. Vorsicht, die Züge füllen de facto den Großteil der Ministraße aus. Das heißt, bei einer Zugdurchfahrt dringend in die Hauseingänge zurückziehen. Der zur Verfügung stehende Platz täuscht. Und wenn man vielleicht gerade noch mit dem Handling der Kamera beschäftigt ist, achtet man vielleicht nicht schnell genug auf die eigene Sicherheit. Ho Chi Minh Stadt oder auch Saigon ist eine quirlige Großstadt. Wer gut zu Fuß ist, kann die wichtigsten Punkte an einem Tag mit etwa 10 bis 15 Kilometer Fußmarsch ablaufen. Dazu gehört meiner Meinung nach das Observation Deck auf dem BitExco Tower, der Wiedervereinigungspalast, Notre Dame und gegenüber das alte Hauptpostgebäude, der Turtle Lake, der Ben Tan Markt, gegebenenfalls bei Nacht die Pham Ngu Lao Straße und das alte Rathaus mit der Statue Ho Chi Minhs davor. Auch sollte man sich mal das Treiben an einem großen Kreisverkehr geben, bei dem der Verkehr so richtig schön typisch vietnamesisch abläuft. Mit ca. 10 Kilometer etwas weiter außerhalb lohnt sich noch ein Besuch des Auenparks Binh Khoa. Hier fährt ein Bus mit der Nummer 44 direkt aus dem Innenstadtbereich hin. Busse verkehren im Takt von oft 20 Minuten und im Innenstadtbereich sind einige Haltestellen mit elektronischen Informationstafeln ausgestattet. Die Entfernung des Busses und seine Ankunftszeit werden dort angezeigt, sehr fortschrittlich. Weiterhin gibt es die iOS-App BusMap, über die Abfragen und auch ein Realtime-Tracking des Busses möglich sind. Offline zeigt sie auch an, wo in der Nähe der nächste Busstopp ist bzw. wo man sich entlang der Strecke gerade befindet. Eine Busfahrt kostet zum Zeitpunkt meiner Anwesenheit im April 2019 einen Pauschalpreis unabhängig der Entfernung von 5000 Dong. Im Bus trifft man auf einen Fahrer und einen weiteren Bediensteten, dem man das Geld gibt und man bekommt dann einen kleinen Papierschnipsel als Ticket in die Hand. Hanoi ist die Hauptstadt Vietnams und gefühlt ist sie auch die grünste Großstadt. Viele Straßen sind von Bäumen gesäumt. Der Verkehr scheint auch hier zur Tagesmitte besonders dicht und für manche Straße brauchen Fußgänger doch noch etwas Zeit, um sie queren zu können. Dass in Hanoi das politische Herz schlägt, ist nicht von der Hand zu weisen. Es gibt viele Botschaftsgebäude fremder Länder, die mit grünen Männchen bzw. Polizei bewacht werden. Auch sonst ist die Polizeipräsenz recht hoch und Hanoi scheint die einzige Stadt zu sein, in der man überhaupt etwas vom politischen Status quo des Landes mitbekommt. Für Touristen beschränkt sich das Besichtigungsprogramm wahrscheinlich auf folgende Punkte: die Train Street, das Observation Deck vom Lotte Tower, der Literaturtempel, Einsäulenpagode, die alte Zitadelle, die Longbienbrücke, das Altstadtviertel, der Hoan Kim See mit dem Turtle Tower, die St. Joseph Kathedrale, das Ho Chi Minh Mausoleum, auch der Dong Suan Markt. Trägt man alle Punkte auf einer Karte ein, wie ich das getan habe, kann man sie im Uhrzeigersinn ansteuern. Zu Fuß ergibt sich ein Tagestrip von ca. 20 Kilometern. Man könnte sagen, dass man zu Fuß sehr flexibel und auch schnell ist, denn Hanois Straßen sind auch zur Mittagszeit recht verstopft und sind es noch einmal mehr am späten Nachmittag. Zur Train Street ist noch zu sagen, dass man wohl einige Zeit oder eine Zeit aussuchen wird, zu der auch ein Zug durchfährt. Das ist laut Anwohner mehrmals am Tag der Fall. Ein Schild an einem Café in eben dieser engen Straße informiert über die möglichen Zeiten. 6 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 11.45 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 16 Uhr, 19.10 Uhr, 19.30 Uhr, 20.10 Uhr, 21 Uhr und dann habe ich mir noch einen aufgeschrieben um 13.15 Uhr. Wichtig, ein Zug nimmt in dieser engen Straße sehr viel Platz ein. Unbedingt bitte in die Hauseingänge zurückziehen, nicht am Rand stehen bleiben, auch wenn es so aussieht, als wäre da noch genug Platz. Die Halong-Bucht ist mit ihren unzähligen Inselchen und Kalksteinfelsen wohl eine der bezeichnendsten Landschaften Vietnams. Vom Wetter her muss man allerdings ein wenig Glück haben. Mancher Reisende auf dem Schiff erzählte davon, dass er die Tour schon zum vierten Mal gemacht hat und dass das Wetter während einer Fahrt durchweg verregnet sein kann. Zur Erkundung der Halong-Bucht gibt es mehrere Möglichkeiten. Als Tagestour oder wie in meinem Fall mit Übernachtungscruises. Um das Panorama richtig zu genießen, ist eine Zwei-Nacht-Cruise sehr zu empfehlen. Es gibt diverse Fährgesellschaften, die so etwas anbieten und man übernachtet dann auf einer sogenannten Junke, ein typisches asiatisches Boot. Auch die Fährgesellschaften unterscheiden sich nochmals in ihrer Qualität. Für zwei Nächte gibt es einfachere um die 200 Euro oder die etwas luxuriöseren mit etwa 500 bis 800 Euro. Ich habe ein Sonderangebot von Baia Cruises erwischt und habe 528 US-Dollar bezahlt.
Daran eingerechnet ist schon der Transferservice vom Hotel in Hanoi bis zum Fähranleger und zurück. Die Tour läuft in etwa folgendermaßen ab. Tag 1 Check-in, Vorstellung und Sicherheitsbriefing, 5 Gänge Mittagessen, Ausflug zu einem schwimmenden Fischerdorf, Happy Hour an der Schiffsbar, Abendessen. Tag 2 Frühstück, Exkursion zur Viet Hai Village auf Cat Ba Island, 5 Gänge Menü am Mittag, Kajak schwimmen am Nachmittag, Happy Hour an der Bar, Barbecue auf dem Oberdeck. Tag 3 Frühstück, Exkursion zu einer Höhle, Teezeremonie an Deck, Checkout und Anlegen am Fährterminal. Die Getränke zum Essen sind nicht inklusive und werden über die Zimmernummer extra bezahlt. Zur Übernachtung liegt das Schiff in einer Bucht dann vor Anker. WLAN gibt es an Deck, allerdings nur an einigen wenigen Ecken in der Bucht auch mit tatsächlich Internetverbindung. Das Personal ist extrem zuvorkommend und kompetent. Man verlässt zum Beispiel nur kurz das Zimmer und in der Zwischenzeit ist das Bett hergerichtet und der Mülleimer geleert. Das waren in Kürze meine Tipps für das Land Vietnam. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge bereits anders empfunden habt. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich aber euch überlassen. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert und vergesst auch nicht diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder ein neues Video auf meinem Kanal hochgeladen habe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.